Leute, was für ein Ende. Wahnsinnig toll. Wahnsinnig toll. Wow. Wahnsinnig toll. Habt ihr den goldenen Layton gesehen? Aha. Also, es gibt 135 Rätsel. Was bisher geschah? Das Rätsel um die Maske des Chaos ist gelöst und die Ruinen von Akbadein erheben sich. Montedor ist gerettet. Randall und Henry können sich nach 18 Jahren endlich wieder in die Arme schließen. Oh, oh. Bla bla bla. Oh. Aho, Episoden, yeah! Der folgenschwere Brief. Also nochmal. Vor dem Vorfall letzte Nacht hat ein maskierter Gentleman Ihnen einen Brief geschickt, ist das korrekt? Haben Sie irgendeine Vorstellung, wer es auf die Maske des Chaos abgesehen haben könnte? Nicht die geringste. Verstehe. In jedem Fall muss ich Sie bitten, uns den Brief auszuhändigen. Er stellt ein wichtiges Beweisstück dar. Danach werden wir diesem sogenannten Wunder auf den Grund gehen. Ich danke Ihnen. Und keine Sorge, Herr Ledor, wir werden den Schurken schnappen. Die Ehre der Polizei steht auf dem Spiel. Henry, ist die Befragung zu Ende? Ja. Wie es aussieht, haben nur wir ein Warnschreiben des Gentleman erhalten. Die Polizei wollte wissen, ob ich einen Verdacht hätte, wer hinter der Maske her sein könnte. Eine sehr gute Frage. Henry, was meinst du? Entschuldige, Angela, ich muss mir den Schaden ansehen, der in der Stadt angerichtet wurde. Wir müssen die Reparaturmannschaften auf Trab bringen. Für Randalls Rückkehr muss alles perfekt vorbereitet sein. Ja, du hast recht. Aber sei vorsichtig, Henry. Puh, ob der maskierte Gentleman nicht doch in Wahrheit... Nein, unmöglich, er kann es nicht sein. Aber wenn er es nun doch sein sollte, dann würde das ja heißen... Angela, Kind, bist du das? Oh, ja, Lady Eskett, ich bin's. Du siehst so besorgt aus, mein Liebes. Grämt dich irgendetwas? Mir kannst du es doch sagen, vielleicht kann ich dir ja helfen. Ich glaube, ich weiß, wer der maskierte Gentleman in Wahrheit ist. Ich habe keine Beweise, aber der Verdacht will mir einfach nicht aus dem Kopf. Was, wenn man ihn festnimmt? Was werden die Leute dann sagen? Du meinst den Schurken, der die Maske aus dem Haus gestohlen hat, der sie überall zur Schau trägt? Ja, aber er war nicht derjenige, der die Maske gestohlen hat. Bitte sagen Sie Henry nichts, aber der Dieb, der die Maske entwendet hat, das war ich. Ich habe sie versteckt. Du, Angela, du hast die Maske versteckt? Ja, aber Henry weiß nichts davon. Er glaubt noch immer, dass es der maskierte Gentleman war, wie alle anderen auch. Es muss so sein. Wenn die Maske jetzt in Henrys Arbeitszimmer hängen würde, wie könnte der Maskierte sie dann tragen? Die Polizei würde schnell herausfinden, dass es sich per Henrys Maske um eine simple Fälschung handelt. Also versteckte ich die falsche Maske und machte allen glauben, dass der Gentleman sie gestohlen habe. Ich verstehe, aber Angela, wenn die Polizei ihn schnappt, wird die Wahrheit so oder so ans Licht kommen. Wie lange willst du Henry und die Polizei noch täuschen? Ich weiß, es ist hoffnungslos. Ich muss jemanden um Hilfe bitten. Ich könnte Herschel schreiben. Er würde den Gentleman wohl vor der Polizei schnappen. Ja, das ist die einzige Lösung. Verzeihen Sie, Lady Eskett, aber ich muss den Brief so schnell wie möglich aufsetzen. Oh, Angela, glaubst du wirklich, dass er es sein könnte? Gar nicht so dumm, die alte Frau, ne? Die Flamme der Rache. Ups. Henry, ich werde dir nie verzeihen, was du mir angetan hast. Ich hole mir alles zurück, was du mir geraubt hast. Unsere Freunde wurden bereits schriftlich vorgewarnt. Welches neue Wunder hast du geplant? Ich hatte mir überlegt, wie man Menschen zu Steine starren lassen könnte. Versteinerungen, wie? Köstliche Vorstellung. Chaos und Panik werden auf der Parade regieren. Das wird niemand so schnell vergessen. Wenn sich die Sache herumgesprochen hat, werden die Leute Montedor verlassen. Langsam, aber stetig. Deine Rache wird erst perfekt sein, wenn wir die Maske und der Ordnung unser eigen nennen. Diese Maske wird einen Wunsch erfüllen, den du jahrelang in deinem Herzen getragen hast. Die Maske des Chaos und die Maske der Wunder sind ein... und die Maske der Ordnung sind ein Paar, sagtest du.
Wieso solltest du all dies tun, nur mir zu helfen? Als ich nach Stansbury kam, um das Rätsel von Norville zu lüften, war das Dorf praktisch menschenleer. Ich hörte die traurige Geschichte über den Jungen, der in den Ruinen sein Ende fand. Und über den Hausdiener, der so schäbig aus seinem Tode Gewinn schlug. Der Gedanke an die armen Eltern, die mit gebrochenem Herzen nach ihrem Kind suchen. Der feige Diener, der währenddessen die verabscheuungswerten Pläne schmiedet. Wer würde sich nicht von solch einer Geschichte voll Hoffnung, Gram und Verrat bewegen lassen? Du weißt es besser als jeder andere. Das Haus Ascot ist dem Untergang geweiht. Dein Heimatdorf verfallen und vergessen. Henry, wie konntest du nur? Doch dann fand ich heraus, dass dich eine Wasserader ins Freie getragen hatte. Du warst noch am Leben. Da ließ mir mein Gewissen keine Wahl. Ich wollte nicht eher ruhen, bis ich bei dir deiner Rache geholfen hatte. Henry, du Scheusal! Du hast mir Angela geraubt und meine Familie in den Ruin getrieben. Ich werde dich zerstören. Nichts wird dir bleiben. Keine Freunde, kein Zuhause, keine Familie. Auge um Auge, Henry. Welch gutgläubiger Narr. Er hat nicht einmal bemerkt, dass ich die beiden Masken vertauscht habe. Dann brauche ich nur noch die Maske der Ordnung. Danach hat dieser nutzlose Idiot seine Schuldigkeit getan. Ja, Randall. Spiel nur weiter, meine Marionette, und halte mir mit deinen albernen Posen die Polizei vom Leibe. Denn meine Maske, Randall, meine Maske, die bist du. So ein Piep. Mann, ey. Oh Gott, die Vergangenheit. Wie bitte? Was hast du da eben gesagt? Deine Frisur war früher so viel besser, Angela. Willst du nicht mit mir zusammen auf Randall warten? Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Wo auch immer Randall gerade sein mag, eines Tages wird er sicher zu uns zurückkehren. Ich werde im Hotel Reunion wohnen und dort auf seine Rückkehr warten. Die Maske des Chaos wird mein Zeichen für ihn sein. Sie wird ihn zu uns führen. Henry, Randall wird nicht wiederkommen. Er ist tot. Nein, ich bin mir sicher, dass er eines Tages wieder bei uns sein wird. Und er wäre sicher traurig, wenn du dann nicht für ihn da wärst, Angela. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich habe gehört, dass deine Eltern wollen, dass du Dawson heiratest, nicht wahr? Ich habe den Schatz von Akbar eingeborgen. Damit könnten wir beide in Montedor leben und Randalls Eltern ebenfalls. Aber wenn du Dawson wirklich heiraten willst, dann stehe ich euch natürlich nicht im Wege. Alphons ist kein schlechter Mensch. Und es wäre immer noch besser als... Ach, was erwartest du von mir, Henry? Wir haben so lange gesucht und immer noch keine Spur von Randall. Das stimmt. Keine Spur. Also kann er dort unten nicht gestorben sein, Angela. Vielleicht hältst du mich für naiv, aber dieser Umstand ändert für mich alles. Randall ist noch am Leben. Irgendwo. Du glaubst wirklich fest daran, Henry. Aber wieso klammerst du dich nur so sehr an diese Hoffnung? Randall hat so viel für mich getan. Ich werde es ihm nie vergelten können. So wie er mir früher geholfen hat, so will ich auch in seiner Abwesenheit alles für ihn tun, was ich kann. Aber wenn du genau wie ich Randall gegenüber ewige Treue schwörst, dann warte ich mit dir in Montedor auf seine Rückkehr. Also gut, Henry. Du hast mich überzeugt. Dank dir erwacht in mir wieder die Hoffnung, Randall eines Tages wiederzusehen. Wirklich? Das macht mich glücklich. Ich werde für dich da sein, bis Randall wieder bei uns ist. Danke, Henry. Wir werden gemeinsam auf ihn warten. Boah. Was keiner wusste. Oh. Also, ich hätte ja nie gedacht, dass sie auch mal jung waren, Professor. Sowas kann auch nur von einem Kind kommen, ey. Es mag schwer vorzustellen sein. Aber jeder Erwachsene war früher auch mal ein Kind, Luke. Angela hat mir ein Bild von ihnen gezeigt. Ohne Hut. Sie glauben ja nicht, was für Augen ich gemacht habe. Oh, das kann ich mir vorstellen. Ich trage meinen Zylinder erst, seitdem ich in London wohne. Professor, haben Sie unter Ihrem Hut... Haben Sie da immer noch so eine Löwenmähne? Aber nicht doch. Darauf könnte ich meinen Hut doch gar nicht halten. Ich bevorzuge es heute eher luftig. Na gut, das kann ich verstehen. Aber Sie scheinen ja noch schon ein ziemlicher Rebell gewesen zu sein.
Ja, das mag wohl stimmen. Zumindest ein bisschen. Jeder war eben einmal jung und abenteuerlustig. Ich habe es zwar mir nicht anmerken lassen, aber die Expedition mit Randall fand ich immer sehr spannend. Und in Ihren Haaren, da haben Sie bestimmt Werkzeug und Proviant und so verstaut, richtig? Moment. Verstecken Sie eigentlich irgendwas unter Ihrem Hut? So amüsant es auch klingen mag, aber nein, Luke. Mein Hut ist nicht für Transportzwecke vorgesehen. Oh, schade. Ich brauche ja morgens schon immer Stunden, um meinen die Knötchen aus den Haaren zu kriegen. Das war bei Ihnen ja sicherlich jedes Mal ein Drama, Professor, oder? Und man schafft es nie, dass sie glatt anliegen. Weh, wenn es draußen mal feucht ist, dann hat man sofort... Emmy, Sie scheinen da einem Irrtum zu unterliegen. Ich hatte mir die Haare selbst so frisiert. Wirklich? Damals waren Afros eben groß in Mode. Ja, die Launen der Jugend. Doch schämen muss man sich dafür nicht. Na, wenn Sie das sagen, Professor... Wo er es jetzt gerade sagt, dass man sich nicht für seine Jugend schämen muss. Viele haben mich gefragt, ja, jetzt machst du Let's Plays und so. Und bist du dir sicher, dass du das später mal nicht bereuen wirst? Und ja, ich bin mir sicher, dass ich das später mal nicht bereuen werde, denn... ich glaube nicht, dass ich das jemals bereuen muss, weil mir macht es Spaß und es ist... Also, ich habe Spaß an dem, was ich mache und warum soll ich es dann... Warum soll ich es dann irgendwie bereuen? Ah, ich verstehe das einfach nicht. Wisst ihr, Leute, so ist das eben. Ach ja. Ach so, wir sind schon da. Ich habe mir gerade überlegt, wie ich jetzt am besten zu dem letzten Schraubenschlüssel komme. Aber das war wohl nicht so nötig. Gut, was machen wir denn jetzt noch? Wie viel Zeit haben wir denn noch? 12 Minuten 30 haben wir. Das macht 30 Sekunden und 2 Minuten Zeit. Ach, Hase. Ich würde sagen, wir reden jetzt mal mit jedem, denn die haben bestimmt noch jede Menge Rätsel für uns. Aua, ja, ja, aua, tut das weh. Ah, du bist doch ein Trottel. Echt wahr. Rätsel 120, oh oh. Oh je, oh je. Oh. Hoppala. Nur ein kleiner Kunstgriff. Durchaus fordernd, das will ich zugeben. Durchaus fordernd. Ey, du bist doch ein Trottel. Ein Trottel, ein Trottel. Boah, schon wieder habe ich meine Rettung zu verdanken. Mein Wohl, meine Lieben, ich sah schon... Wurdest du bestraft? Ich habe den Pudding von Konfetti gefüttert, den...
Zirkusdirektor. Oh. Das sollte man wirklich nicht tun. Sonst noch irgendwelche Rätsel hier? Oh, bei dir muss ich noch reiten, stimmt. Oh, nee. Ich habe keine Lust darauf. Ist uns doch irgendein Rätsel? Oh. Aber scheinbar nicht. Gut, und hier so? Du hast noch ein Rätsel für uns. Das schaffen wir noch in diesem Part. Hallöchen! Oh, ein besonderes Rätsel willst du mit uns teilen? Das ist wirklich sehr, sehr nett. Dieser bunte Zauberapparat birgt einen interessanten Mechanismus in sich. Zuerst fällt ein Ball in die Box ganz links, verschwindet darin und erscheint gleich wieder in einer der übrigen Boxen zu landen. Die Regel dahinter scheint mit der Nummer in der Box, in welche der Ball zuerst gefallen ist, zusammenzuhängen. Ordne die Boxen so, dass der Ball durch alle Boxen einmal hindurch und als letztes in die Clownbox ganz rechts fällt. Hä? Du, 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 du. Darf ich das aber schon testen, oder? Hey, keine Ahnung. Hä? Martin. Hä, so hatte ich es doch schon, oder? Die 1 muss da weg. Nee, muss sie doch nicht. Nur mit der 1 passiert da irgendwas. Vier Raute. Drei Kreis. Drei Raute, zwei Raute, eins Kreis. Nein, wenn die 2 da ist, dann fällt es gleich da rein. Aber das bringt doch auch nichts, oder? Geht es überhaupt, wenn da die 2 ist? Nein. Und wenn da eine 3 ist? Ja. Na, was ist hiermit? Geschafft, Professor! Ein Kreis manövriert den Ball nach links, eine Raute nach rechts. Ah. Ja, ja. Das habt ihr toll gemacht. Bla, bla, bla. Gut, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!